So, hallihallische Leute, willkommen zum 22. Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Im letzten Part haben wir Celebi getroffen, haben ein paar Trainer hier noch besiegt und wollen jetzt den Lift benutzen hier. Der hat so einen Aufzug in unser Geschoss, die Tür ist abgeschlossen. Ich habe aber einen Lift-Fahrer gegen Lift. Schön. Lift-Öffner. So, zack, und auf geht's. Wir wollen nach unten. Und was uns da erwartet, werden wir gleich sehen. Alles klar. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir haben hier eine eigene Melodie. Okay. Hallo, na? Willst du mich besiegen? Willkommen, Arkus. Moment mal, es ist ein Ewigkeit, dass wir den letzten Mal Besucher vernommen hatten. Ja. Ich glaube, ich bin ja auch nicht ganz unbedingt willkommen. Madame Venus ist wirklich eine sehr vorsichtige Person. Außer im Fernsehen bekommt man sie so gut wie nie zu Gesicht. Was haben wir hier denn? Ist hier noch irgendwas so Cooles oder sowas versteckt? Die Venus, okay. Das heißt, wir haben hier verschlossene Türen. Alles klar. Gut, was haben wir hier noch? What the fuck? Du bist Trainer, oder? Willst du etwa mit Colosseum an der Turnier... was? So, na stark siehst du mir aber nicht aus. Wollen wir doch mal sehen, wie du kämpfen kannst. Wo sind wir hier? Das ist eine richtig Untergrundstadt hier? Interessant. In Eco und Mirabla werden eingesetzt. Okay. Ist okay. Sind jetzt sicher die Pokémon, die ich hier unbedingt mitrechne? Ja gut, Amphoros, du kommst mal bitte eben zurück. Ha, komm. Und wir einfach mal Entei raus. Gegen dieses niedliche kleine Katzen-Pokémon und gegen dieses unfassbar niedliche Pflanzen-Pokémon. Und zurückgeschränkt. Yep. Wow. Das Ding ist so niedlich. Das Ding ist so fucking niedlich. Feuersturm, Mirabla, bis in Eco. Das soll es auch gewesen sein. Oh. Oh, das geht daneben. Na gut. Das ist auch in Ordnung. Naja, eigentlich nicht, aber gut, was soll's. Was soll's? Okay. Gut, geht das die trefft die Salz super. No. Und was kommt noch? Ein Chopet. Okay. Sehr interessante Kombination hier. Steigert seine Verteidigung, alle aus dem Weg. So, dann machen wir das fertig und wir machen Chuppert fertig. Und das geht daneben. Na gut, das ist nicht die höchste Trefferschote. Die größte Trefferschote, genau. Jeder kennt sie, die Trefferschote. Aber dennoch sollten wir die beiden relativ leicht rauskriegen. Auch wenn Feuersturm eigentlich nie trifft. Na gut, egal. Na gut, dieser trifft es aber. Und ich denke mal auch, dass das letzte Mal gewesen ist, dass wir Pummeluff gesehen haben. Und down ist es. Super. Ist eine super Sache. Du kannst ja richtig kämpfen, Mann. Tja, ich bin ja auch ein Trainer, nicht? Naja, gut, das heißt jetzt auch nichts. Ash kann auch nicht kämpfen. Aber egal. Egal. Du kannst tatsächlich kämpfen. Man sollte Leute eben nicht nach ihrem Aussehen bewerten. Tja, da unten liegt ein Item rum.
Und hier oben ist ein Getränkautomat. Da ist ein Getränkautomat. Was möchtest du trinken? Ja, gut, egal. Eigentlich nichts. Okay. Gut, dann gucken wir mal weiter. Hier scheint es tatsächlich ein bisschen mehr los zu sein. Finde ich ganz okay. Vor allem ist es eine ziemlich coole Untergrundstadt. Das finde ich sehr interessant. So konzeptmäßig. Was? Oh, wir kriegen noch eine kleine Einblendung. Die kommt ein bisschen spät. Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen im Orkus-Kanal. Begrüßen wir heute in der Sendung einen ganz besonderen Gast. Es ist unsere geliebte Venus. Okay. Hallo Orkus, ich Venus, euer aller Venus. Grüße euch herzlich. Heute habe ich eine wichtige Mitteilung für euch alle. Es gibt schreckliche Neuigkeiten. Anscheinend befinden sich Spione unter uns hier in Orkus. Details sind noch nicht bekannt, aber ich bitte euch ganz dringend, die Augen offen zu halten und verdächtige Personen umgehend zu melden. Ich freue mich jetzt schon auf eure zahlreichen Hinweise. Enttäuscht mich nicht. Herzlichen Dank, verehrte Zuschauer. Das war Madame Venus und damit endet unsere heutige Sondersendung. Oh, jetzt habe ich Angst. Muss ich Angst haben? Unglaublich, wieso wissen Sie schon, dass wir hier sind? TK, wir müssen vorsichtig sein. Gut, dann auf geht's. Hi. Spion und Orkus, da seid ihr auch ihr, oder? Hey, ich hab doch recht, oder? Klar. Nein, wenn ihr wirklich Spione wärt, dann würdet ihr das nicht so zugehen. Stimmt, wir sehen auch nicht gar nicht aus. Was? Ich will gar nicht kämpfen, Mann. Du bist eine Enttäuschung, du. Gut, dann, lass mal in den Shop gehen. Da oben ist ja irgendwie einer drauf, scheinbar. So, was haben wir denn hier eigentlich? Ich denke, der Typ, der daneben mir, der so verdächtig einkauft, das ist bestimmt ein Spion. Psst, sieh nicht so an, sonst merkt ihr noch etwas. Der Typ, der daneben mir, sieht sie schon die ganze Zeit so komisch an. Fällt ihr der mich etwa so toll oder was? Okay. Hallo, willkommen im Itemshop. Okay. Diverse Terms, nett. Belebe habe ich aber noch welche nicht. 4 Stücke, oh. Oh, fucking Top-Tränke. Geil. Gut, was haben wir hier? Hi. Wollt ihr die alte Geschichte von einem alten Mann hören? Jo, klar. Früher gab es mal einen Mann, der hat in den Minen von Orkus ein wahres Vermögen gemacht. Ich frage mich, wo er jetzt ist und ob er wohl sein Vermögen weise nutzt. Bestimmt. Bestimmt irgendwie. Oder so. Keine Ahnung, mal gucken. So, hi. Meine Venus ist für Orkus. Nein, für mich persönlich ist sie eine Göttin. Für Venus würde sie echt alles tun. Sie ist immer ganz nah und doch so weit entfernt. Schmacht. Oh, Venus! Das ist kloppt, Mann. Vor allem, weil es ja auch so ein gewisse Treffen gibt, die Venus heißen. Aber egal. Egal. Oh, vor allem, sieht. Egal. Ich rede nicht über sowas. Wir sind in einem Pokémon-Projekt und es können auch Kinder zuschauen. Habt ihr schon gehört? Draki, mein Krypto-Vorsitzender, ist besiegt worden. Ha, er steht vor dir. Der Besieger. Mit D-Kühn ist das schon der zweite. Der Gegner muss wirklich ziemlich stark sein. Dankeschön. Schulterklopfen. So, da oben können wir irgendwie auch ran. Da ist aber ein Item. Hallo, Item. Hypertrank. Yay. Was haben wir hier noch so? Auf jeden Fall haben wir einen Weg nach oben. Komisch, ich glaube, das hier entscheidet nichts. Okay, man kann sich dran vorbeischleichen, aber es bringt mir nicht viel. Verdammte Cosma, ey. Dankeschön. Sie sind spät dran. Sie hätten schon längst damit hier sein sollen. Was? Okay. Komischer Typ. Hallo? Wenn ihr das sehen wollt, nehmt ihr am besten das UFO. Ihr habt doch eine Disk dafür. Glaube ich, ja. Dann ist ja alles klar. Okay, gut, das heißt, wir können hier diverse Sachen machen, alles klar. Aber erstmal gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was ist hier denn? Bevor wir wieder große Kampfetappen haben. Willkommen im Hotel, Grand Hotel Orkus. Eine Übernachtung kostet $1000. Wollt ihr euch den Luxus gönnen? Klar. Dann einen angenehmen Aufenthalt. Okay, ist aber ziemlich teuer für ein Hotel. Und gut erholt, kommt ihr jetzt wieder. Das ist ja richtig teuer tatsächlich hier. Irgendwie die anderen waren ja relativ kostengünstig. Das hier ja über 1000 Poké-Dollar. Aber gut, ich hätte jetzt erwartet, dass da ja noch irgendwas Besonderes passiert. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ist aber auch nicht so wild.
Oh, hier ist Speichern. Ja, Speichern tue ich immer gerne. Aber wir sind schon ein bisschen über 9 Stunden. Das Projekt geht ganz gut voran, finde ich. Ich freue mich ja sowieso, wie lange es geht. Und nochmal Nachrichten. Meine Damen und Herren, werte Zuschauer, herzlich willkommen beim Orkus-Kanal. Mit einem Venus, bitte. Hallo Orkus, ich Venus, euer aller Venus, grüße euch herzlich. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Spielleute, von denen ihr vor kurzem berichtet habe, sind anscheinend immer noch auf freiem Fuß. Bitte meldet euch sofort, wenn ihr sie entdeckt. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer. Das war Madame Venus und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Verstanden, wenn die Spione auftauchen, stehe ich abseits und schrecke sie mit einem lauten Schrei. Und wenn sie dann verwirrt sind, greifst du und machst sie fertig. Das ist der Plan. Was wollt ihr? Wir haben hier eine wichtige Besprechung. Stört uns nicht. Mein Partner ist wirklich clever. So eine Bilder funktionieren immer. Allerdings frage ich mich manchmal, wieso immer ich derjenige bin, der die Brühe bekommt. Diese Venus finde ich völlig widerlich. Was soll diese Anbieterei? Venus, euer aller Venus. Das ist doch lächerlich. Das ist meine Venus. Oh Mann, das ist dumm. Okay. Hi. Na. Aha, Spione, ihr seid ein Spione. Ja, aber nein, Spione wäre bestimmt viel stärker aussehen. Mein Fehler, Entschuldigung. Die unterschätzen mich alle, die Vollidioten. Tja, ich werde sie alle vernichten. Was ist das denn? Krasser abdänzender Pokéball. Wenn ihr im Kolosseum das Turnier gewinnt, bekommt man von Madame Venus persönlich eine Krypto-Pokémon überreicht. Irgendwann werde ich auch antreten und dann hole ich mir mein Krypto-Pokémon. Aber vorher werde ich üben. Und zwar mit dem Kampf. Los geht's! Das ist vielleicht nicht das, was er gesagt hat. Ist aber auch egal. Rasa Piscio. Keine Ahnung. Piscio. Der hat Carpador. Aha, alles klar. Na gut, da habe ich mit Amphros, da sehe ich das richtige Pokémon vorne. Das ist doch schon mal eine sehr schöne Sache. So, dann machen wir mal den Dönerblitz. Oh nein, Platscher rettet sich, wer kann. Vielleicht bringt das in diesem Spiel ja sogar was. Und weg damit. Und Weilord. Hey, ein riesiges Vieh, das fliegen kann. Das ist riesig. Das Ding ist fucking riesig, Mann. Aber gut, das ist auch ein Wal. Also von daher wäre halt alles andere recht enttäuschend gewesen. Okay, ich mache auch keinen Schaden wirklich. Ich hoffe, dass Donnerblitz ein bisschen zieht. Warum ist Amphros eigentlich so langsam? Ich habe Amphros immer relativ schnell in Erinnerung. Startek ist der Wools mal wieder. Und weg damit. Mit dem neuen Weilord. Und gewonnen. Wunderbar. Wenn ihr hier schon verliert, wie soll ich dann im Kolosseum siegen? Gar nicht. Das ist die Antwort. Gut, das heißt, wir können hier rein. Und ich werde trotzdem im Kolosseum siegen und ein Krypto-Pokémon gewinnen. Was haben wir hier denn? Hi. Mein Enkel ist vor kurzem zu einem Verein für Kinderbeträgen, Kids Network oder so ähnlich. Seitdem haben wir immer weniger Ersatzteile im Lager, oder? Kommt mir das nur so vor? Okay. Huh. Als die Mine Norcus noch im Betrieb war, arbeitet der alte Kerl aus dem Schrotthandel als Lokführer bei der Bahn. Fragt sich nur, wo es in Orkus überhaupt eine Bahn geben soll. Ich habe jedenfalls noch nie eine gesehen. Okay. Das ist sehr mysteriös hier alles. Kids Network. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich nochmal so eine Kiddie-Gang oder so. Verdammt nochmal, ich werde nicht fertig mehr putzen. Dabei habe ich doch noch eine wichtige Lieferung zu machen. Ja, ihr seid doch bestimmt TK und Cosmo, oder? Was? Sie kennen uns? Nanu, woher weißt du das? Man sieht es euch an. Und es erleichtert einiges. Bitte bringt dieser Tatsache ganz schnell zu bald. Er braucht es dringend. Okay. Aber
Lasst euch alles erklären, wenn ihr dort seid. Sagt Mike einfach nur, der Style kommt von Junk. Das Haus von Mike erkennt ihr in der großen Satellitenschüssel. Er ist wirklich nicht zu verfehlen. Oha, wir haben hier eine Untergrundorganisation von Kindern. Das ist interessant. Okay, gucken wir uns das mal an. Venus, bitte melden. Hier ist der normale momentane Stand. Hallo, Sephiroth. Wie scheinen haben wir hier ein paar neugierige Mäuschen. Aber macht dir keine Sorgen. Unsere dunklen Kätzchen werden sie sicher bald erwischen und dann geht es ihnen an den Kragen. Ich verstehe, nun gut. Aber das Verteil von Kryptopokon hat oberste Priorität, verstanden? Und Sie, Professor Kulpa, sorgen dafür, dass unser ganz speziellen Kryptopokon rechtzeitig fertig wird. Oh Gott, nein, wir haben Ho-Oh oder so, Vorsicht. Betrachten Sie diese Angelegenheit als erledigt, Akira. Die Kampfdaten, die wir von den Kryptopokon unserer freiwilligen Persönlichkeitsperson gesammelt haben, sind mehr als ausreichend. Mein Meisterwerk, das stärkste Kryptopokon in der Geschichte der Menschheit, wird rechtzeitig bereit sein. So sei es. Ich erwarte dann Ihre Benachrichtigung, das ist dann alles. Also dann, ich werde ins Labor zurückgehen und meinem Meisterwerk den letzten Schritt verleihen. Interessante Sache. Wir gehen zurück ins Labor. Jawohl. Okay. Na gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal runter zu diesem Satellitending da. Werden uns das mal eben angucken. Das ist der Teil von Junk. Klasse, darauf habt ihr echt die ganze Zeit gewartet. Was, ihr seid TK Cosma? Hey, das ist ja toll. Los, kommt auch rein. Kommt doch rein in die gute Stube. Gut, auf geht's. Alles klar. Gut, das heißt, wir gucken uns jetzt mal um. Chio, bald. Ich werde nicht glauben, wer uns besuchen kommt. Wer ist das denn? Fall aber nicht vom Schreck um, wenn du es hörst. Es sind TK und Cosma. Der TK, die Cosma. Nein, echt, du lügst doch. Was, ist das wahr? TK, hier? Hehe, siehst du doch. Hi. Ich bin Breite. Von Lenny aus Pyrdus habe ich schon alles gehört. TK, gib bald das Ersatzteil. Ah, das ist von Junk, oder? Mit diesem Ersatzteil können wir unser Netzwerk neu starten. Es ist zwar nicht viel, aber ein paar Informationen konnten bald schon aus dem Computer von Team Krypto besorgen. Nach dieser Information muss ich irgendwo im Labor zur Herstellung von Krypto-Pokémon befinden. Ja, so mittig der Wüste, das haben wir ja schon gesehen. Hallo Knilz. Knilz! Was ist hier? Nichts, alles klar. Ja gut, dann reden wir mal mit Byte. Ihr müsst wissen, seit einiger Zeit können wir uns nicht mehr ins das Netzwerk einloggen. Wahrscheinlich sendet Venus irgendwelche Störsignale. Aber mit dem Ersatzteil, das du uns gebracht hast, können wir die Leistung der Maschine erhöhen. Sobald wir wieder im Netz sind, werden wir weitere Informationen vom PC Steam Crypto beschaffen. Okay. Alles klar. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwo was, was interessant für mich sein könnte? Nö, scheinbar nicht. Beide sind ein Genie, er sammelt alle Infos, die er über diese Erde kriegen kann. Ist klar, mehr. TK, warte! Verrätst du uns die Nummer deines PDA? Dann können wir dich sofort erreichen, wenn wir etwas Wichtiges erfahren. Danke, wir werden uns alle anstrengen und ganz viele Informationen sammeln. Okay. Gut, das heißt, wenn da jetzt nicht irgendwie storytechnisch was sind. Der Spion, hier ist der Spion! Natürlich gibt es was storytechnisches. Gut, das heißt, wir werden... Ich hoffe, dass ich mich hier irgendwie an allen vorbeistechen kann. Gut, das heißt, wir werden im nächsten Part auf jeden Fall gegen alle antreten müssen. Ich denke mal, ich kann speichern. Ja, sehr gut. Das heißt, wir machen uns den nächsten Part ran, um die ganzen Pokémon hier zu befreien. Oder beziehungsweise gegen alle anzutreten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Nicht die Glocke vergessen zu aktivieren und ja... Oder auf Discord vorbeischauen könnt ihr auch gerne. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Kolosseum. Bis dann und bye bye.